Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück zu Call of Duty Vanguard, das Vierte Reich. Hier haben wir noch Trophäen, die uns fehlen. Ordnung im Chaos. Hierzu müsst ihr wirklich die komplette Mission ohne eure Verbündeten zu treffen, ohne Zivilisten zu treffen, durchspielen. Ja, sagt schon die Beschreibung, ihr dürft keine Verbündeten oder Zivilisten treffen. Ich habe hier immer schnell die wichtigsten Punkte, wo ihr Zivilisten treffen könnt, gezeigt, sobald wir hier ankommen. Nämlich hier hinten habt ihr überall irgendwelche Leute rumlaufen. Da müsst ihr ein wenig aufpassen. So, das nächste ist, ihr dürft auch keine Verbündeten treffen. Das heißt, die Leute hier werden euch nicht angezeigt, von wegen mit blauer Schrift oder sonst irgendwas. Da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Sobald ein Kampf beginnt, sind keine Zivilisten mehr da. Also da könnt ihr wirklich rumschießen. Was ich euch nicht empfehlen würde, wären hier Granaten und alles benutzen. Nach dem Kampf hier hinten kommen euch nochmal Zivilisten entgegen hier. Da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Und eure Verbündeten werden euch blau angezeigt, wenn ihr mit einem Fahnenkreuz drauf seid. Das kommt in den späteren Teilen der Mission, wenn ihr auf dem großen Platz seid, dass ihr keine verbündeten Einheiten abschießt. Also viel Spaß, bis zum nächsten Mal.